Grüß Gott in Zimmer 215 im Victory Hotel Therme Erding. Heute bin ich von München aus gar nicht so weit gereist, sondern nur bis nach Erding raus mit der S-Bahn. Und zwar hier zur Therme Erding, dem wohl größten und schönsten Thermenparadies Deutschlands. Und auch gerade erst ausgezeichnet als weltbeste Therme, neulich erst bei einer Veranstaltung. Dazu doch dann mehr auf lebonmont.de. Und ja, dieses Zimmer hier im Hotel möchte ich euch jetzt zeigen. Ich bin hier gerade in meiner sozusagen Kapitänssuite oder Kajüte angekommen. Und ich muss euch sagen, ich bin echt erstaunt, wie toll und schön das hier geworden ist. Ich war ja vor 5 Jahren, als das Hotel gerade gebaut wurde, oder 6 Jahren, war ich ja zur Dachsitzung hier vor Ort und seitdem war ich gar nicht mehr hier draußen. So, und das wurde mal wirklich Zeit, denn das Hotel ist echt super schön geworden. Allein schon der Eingang und jetzt hier mein Zimmer ist echt eine Wucht. Also, man kommt hier rein und da hat man hier gleich links die kleine Toilette und übrigens ganz viel Spiegel, ja. Da ist die Toilette mit einem kleinen Waschbecken, riesiger Spiegel dort an der Tür. Und hier das Badezimmer auf der anderen Seite, großartig riesiges Waschbecken und dann die netten kleinen Bade-Amenities, wie es sich gehört, sehr schön, großartige Spiegelfläche, schaut euch doch mal an, noch ein schöner Schminkspiegel und da ist die Dusche, da ist schon die Seife dann auch in der Dusche drin, wow, die Decke hier glänzt auch, ist auch alles irgendwie spiegelnd. Wahnsinn. Marmor hier am Eingang. Sehr schön. Und dann haben wir hier das Bett. Der Knopfdruck lässt sich hier das ganze Licht steuern und einstellen und so weiter. Sehr schön, dass Deckdosen rechts und links am Bett vorhanden sind. Die Bademäntel, Handtücher gibt es gleich am Empfang. So. Und als ich hier reinkam, war mein erster Frage, wo ist denn hier ein Schrank? Der versteckt sich hier drin und da ist dann schon mal ein Schrank. Auch mit Schuhlöffel und so weiter. Alles richtig schön. Ein richtig schönes 4-5-Sterne-Hotel und bei dem Schrank weiß ich noch nicht, wie man den öffnet. Oder kann man den gar nicht öffnen? Oder sieht das nur so aus? Gott, aber hier ist noch mal ein Schrankfach. Und was verbirgt sich hier? Das ist abgeschlossen. Hier kann man irgendwas einstellen. Ah, das ist hier für die Klimaanlage. Okay, gut. Und ja, großer Fernseher. Schöner kleiner Schreibtisch mit ein paar Knabbereien. Herzlichen Dank dafür für die Süßigkeiten. Ein schöner Stuhl und hier noch eine kleine Bank zum Ausruhen. Ja, und dann in dieser Uhrzeit sieht man natürlich leider nichts mehr, aber hier ist noch eine schöne Balkontür und das ist der kleine Balkon. Und da kann man dann schauen. Auf Erding bzw. aufs Feld oder keine Ahnung. Sieht man jetzt nicht viel. Ja, das ist mein Einblick im Zimmer 215 im Victory Hotel Therme Erding. Danke, ciao, servus.